Herzlich willkommen und grüß Gott bei Karmananda ganzheitlich. Mein Name ist Günter Karl Hartner und ich bin niedergelassen in eigener Praxis für ganzheitliche und ursächliche Medizin seit über 15 Jahren. Und heute geht es um das ganz wichtige Thema und auch spannende Thema Ernährung. Das gibt mehrere Folgen, da es ein großes Gebiet ist. Und ich habe mir mal ein paar Punkte rausgesucht, um was es hier dann geht. Als erstes mal um die Nahrungsmittel im Allgemeinen, dann um eine Abhängigkeit und auch die Fettleibigkeit. Als dritten Punkt habe ich mal die traditionell chinesische Medizin herausgenommen. Dann geht es um die Leber, um die Galle, Bauchspeicheldrüse und so weiter. Dann auch die richtigen Nahrungsmittel, wie kombiniert man die, was sind es nun die richtigen Nahrungsmittel, die uns zu einer besseren Gesundheit und besseren Energie verhelfen. Und dann geht es noch um die Energie selbst, um die Frequenz und um die Biophotonen zum Schluss. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Zuhören. So. Als erstes mal die Nahrungsmittel selbst. Nahrungsmittel bestehen, das wissen die meisten, aber viele wissen es auch nicht. Das sehe ich häufig bei meinen Patienten, aus Kohlenhydraten, Fetten und aus Proteinen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man das einfach mal gehört hat. Kohlenhydrate kann man dann noch in verschiedene Zuckerarten, will ich mal sagen, unterteilen. Zum Beispiel in die Stärke, eine komplexer Zucker, in den Fruchtzucker, in die Glucose, in den Haushaltszucker, in den Einfachzucker und so weiter. Die Fettsäuren kann man einteilen in gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, in raffinierte Fette, verarbeitete Fettsäuren, Transfette und so weiter. Proteine kann man einteilen in tierische Proteine, in pflanzliche Proteine, in schwer verdauliche und leicht verdauliche Proteine. Das ist auch nochmals wichtig. Ich komme da noch ansatzweise drauf zu sprechen. Dies hier soll ein Wegweiser sein. Ein Wegweiser in eine bessere Gesundheit. Das ist mir auch wichtig. Ich zeige auch immer noch ein paar Laborwerte zwischenrein, dass du auch siehst, was man hier im Labor auch bestimmen kann. So. Jetzt kommen wir gleich mal, das sage ich zu meinen Patienten immer, zu den drei Nahrungsmittelgruppen, die jetzt zum Beispiel mal nicht gut sind. Wenn mich jemand fragt, was ist jetzt nicht gut für mich, für meinen Darm, für mein Immunsystem und so weiter, dann nenne ich diese drei Nahrungsmittel. Ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Gluten, Eier und sämtliche Milchprodukte. Diese drei Nahrungsmittel haben ein hohes allergenes Potenzial. Das heißt, der Körper entwickelt leicht oder schnell Antikörper gegen diese Nahrungsmittel. Ich zeige es gleich auch noch im Labor. Gluten und Milchprodukte sind sehr schwer verdaulich. Das liegt an dem Protein wieder. Das Gluten ist ja ein Protein. Das nennt man auch das Klebeeiweiß des Getreides. Das ist dann so klebrig, wenn man so eine Scheibe Brot nimmt, zum Beispiel ein Weizen oder ein Roggenbrot, und dann in der Mitte so zusammendrückt, die Scheibe Brot in der Mitte so zusammendrückt, dann bleibt die Delle drin und das ist das Klebeeiweiß. Das passiert bei glutenfreiem Brot zum Beispiel nicht oder nicht so sehr. Milchprodukte, da ist das Casein ein ganz großes Problem. Das Casein ist ein Milchprotein in der Milch, das auch schwer verdaulich ist. Das verklumpt dann im Darm und behindert auch die Darmpassage und verklebt quasi den Darm. Es gibt auch noch die Laktose, das wäre der Milchzucker. Da kann man auch eine Unverträglichkeit entwickeln. Auch gegen die Fructose kann man eine Unverträglichkeit entwickeln. Da ist der Darm dann zu schwach. Quasi, da fehlen ihm die Verdauungsenzyme, die Laktase, und das kann man auch im Labor nachweisen. Das merkt man aber auch relativ schnell.
Viele wissen nicht, dass sie auch auf Casein reagieren. Das wird häufig verwechselt. Eine Laktoseintoleranz und eine Milcheiweißintoleranz. Eier per se sind heutzutage nicht mehr so up-to-date, wie sie mal waren. Unter anderem aktuelle Themen wie Viren zum Beispiel. Eier werden unter anderem benutzt auf Petrischalen, dass man Viren oder auch Bakterien züchten kann. Und wir wollen ja hier keine lebendige Petrischale für Viren sein. Deswegen sind die Eier auch aus dem Grund nicht so gut. Und Eier haben auch ein hohes allergenes Potenzial. Es werden sehr schnell Allergien drauf entwickelt. Also nochmals hier rauszunehmen, ist das schwer Verdauliche hier. Und das heißt dann, dass im Darm diese Proteine schwer verdaut werden. Und dass dann, wenn der Darm nicht mehr richtig funktioniert, Proteinbestandteile, halb verdaute Nahrung also, in den Blutkreislauf kommt. Und dann, also hier, das geht dann hier vom Darm, wird es dann aufgenommen in den Blutkreislauf. Und hier die ganzen Blutgefäße gehen alle hier in die Leber und werden dann von der Leber verstoffwechselt. Also der ganze Darminhalt geht dann in die Leber. Und dann haben wir hier die halb verdauten Nahrungsbestandteile, die kann die Leber nicht mehr verdauen. Das muss der Darm machen. Also ein halb verdautes Gluten, wenn diese Proteine nicht richtig verdaut werden, dann tut sich die Leber sehr schwer damit und sieht es auch als Fremdkörper an. Und dann reagiert das Immunsystem auf die Fremdproteine. Genau das gleiche natürlich mit dem Casein. Das ist wichtig zu wissen. Da zeige ich gleich mal das Laborwerte, eine Sekunde. So, wie gesagt, ich drehe die Videos hier selbst und ich habe hier Laborwerte, die sind selbstverständlich geschwärzt und unkenntlich gemacht. Von meinen Patienten habe ich hier mal welche rausgesucht. Hier sehen wir zum Beispiel mal eine Patientin, Jahrgang 1976. Ich hoffe, man sieht es. Ich stelle mal den Scheinwerfer hier ein bisschen besser hin, dann ist es ein bisschen heller. So. Und hier sehen wir zum Beispiel mal das glutenfreie Getreide hier oben, Amaranth, Quinoa und so weiter. Und unten das glutenhaltige, da haben wir die Immunglobuline getestet, die Immunglobuline G. Und hier sehen wir, hier wo die roten Balken sind, da sind also schon starke Unverträglichkeiten zu sehen. Nehmen wir gleich das nächste Bild, das ist die gleiche Patientin. Hier sieht man es auch nochmal. Hier oben haben wir das glutenhaltige Getreide hier. Dann haben wir hier das glutenfreie Getreide. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Ich halte es mal ein bisschen rein. Also wir sehen hier das Dinkel, Roggenweizen und auch unten das Hühnerei hier sieht man hier. Das, was ich gerade genannt habe hier. Das reagiert auch. Das ist glutenfreie Getreide hier, da reagiert nichts. Und dann sehen wir hier oben noch das Casein, von dem ich gerade sprach, das ist das hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich halte es mal ein bisschen rein. Da reagiert die Patientin auch noch. Das kann man hier so wunderbar testen. Hier sind noch die Mandel und der Sesam. Hier haben wir auch noch eine Unverträglichkeit. Nüsse sind übrigens auch schwer verdaulich und deswegen werden oft auch Unverträglichkeiten entwickelt. So sieht dann so ein Test aus. Das kann man für 75 Euro im Labor machen lassen. Ich habe der Vollständigkeit halber einfach mal so noch gezeigt, was man sonst noch so macht. Man macht hier zum Beispiel eine Vollblut-Mineralienanalyse. Hier sieht man die ganzen Mineralien, Selen auch noch und Zink ist hier dabei. Man sieht hier dann noch die Übersäuerungsparameter hier unten. Hier testen wir immer noch die ganzen Vitamine, also das Coenzym Q10 hier oben. Hier das Vitamin K1 und K2. Das Vitamin C wird getestet. Und hier noch
ein paar andere Vitamine, die wir, kann man nach Belieben ankreuzen. Das soll der Therapeut sich mit auskennen. Vitamin B6, B12, Q10, Vitamin D, Folsäure. Dann kommen noch ein paar Hormone, die wir noch hier getestet haben. Das sind sehr interessante Geschichten. Hier noch ganz kurz, hier haben wir auch noch die Entgiftungsfähigkeit, da komme ich nachher noch drauf, der unter anderem der Leber getestet, da kann man auch so ein paar Werte testen. Hier hat die Patientin zum Beispiel einen Null-Genotyp, die hat also eine Glutathion-Verstoffwechselungsstörung, kann man sagen, Entgiftungsstörung. Gut. Hier sehen wir das nochmals, wo das Casein mal testet. Ein dicker roter Balken hier, der geht von hier bis hier quasi. Ne? Das ist also, höher geht es gar nicht, das ist Casein. So, ich hoffe, man kann es lesen. Dann haben wir hier noch das zeige ich nachher noch. Gut. Also diese Dinge kann man testen. Allerdings muss ich dazu sagen, hier wird nicht die Laktose getestet von der Milch, hier wird das Casein getestet. Der Laktoseunverträglichkeitstest, das ist ein anderer. Gut, jetzt wird es nochmal ganz interessant. Ich komme nochmal aufs Gluten und aufs Casein zu sprechen. Gluten beinhaltet auch, also im Gluten ist ein sogenanntes Gluteomorphin drin. Und im Casein ein sogenanntes Beta-Casomorphin. Das sind Opioide in der Nahrung. Was machen Opioide? Opioide docken oder binden an die Opioide-Rezeptoren im Gehirn an und verbreiten ein angenehmes Gefühl. Wer schon mal ein Opiat-Schmerzmittel eingenommen hat, der weiß das vielleicht, da wird man müde und schläft gut und die Schmerzen gehen auch weg. Also sprich, auch bei Schmerzen hat man ein besseres Gefühl, will ich mal sagen. Und was machen Opioide auch noch? Sie führen in eine Abhängigkeit. Gluten und Casein kann auch in eine Art Abhängigkeit führen. Das ist nun interessant, also diese Opioide im Gluten und im Casein, wenn wir die essen, dann fühlen wir uns besser. Das heißt nun, wenn man das weglässt, dann kommt man in einen leichten Entzug. Und ich habe schon Patienten gehabt, die haben tatsächlich gesagt, ich musste in die Bäckerei gehen und mir eine Brezel kaufen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Meistens ist es die ersten 7 Tage sehr stark, diese Abhängigkeit, wenn man davon betroffen ist. Nicht jeder spürt es so stark und dann lässt es langsam nach. Da muss man halt dann gucken, dass man da sich halt dann am Riemen reißt. Es ist ja für unsere Gesundheit. Nochmals in Bezug zum Leaky Gut-Syndrom, also zum Syndrom des löchrigen Darmes, wenn der Darm schon leidet oder gelitten hat im Laufe der vielen Jahre, habe ich ein Video darüber gemacht, über den Darm, kannst du dir gerne anschauen. Das heißt also, dass die halbverdauten Nahrungsbestandteile, von denen ich gerade sprach, dann durch den etwas spröden die Darmwand hindurchgehen und dann in den Organismus eindringen. Nicht nur, dass der Körper hier dann mit der Zeit Antikörper entwickelt, also Anti, das ist dann ein Fremdprotein und wird mit einer Entzündungsreaktion attackiert. Wir haben also eine Entzündung dann auch im Körper durch diese Nahrungsmittel hier, sondern diese halbverdauten Proteine, die haben noch eine erhöhte Opioide-Wirkung. Also diese Opiate, die dann hier im Gehirn an die Rezeptoren binden, wirken noch stärker. Es hat also jemand, das ist dann so, das schaukelt sich so auf. Es hat jemand also schon einen kaputten Darm durch falsche Ernährungsweise, durch zu viel Nahrung, zu viel falsche Kohlenhydrate, Fette und auch Proteine. Und der Darm geht als Darmflora und die Darmschleimhaut, die gehen dann kaputt mit der Zeit. Wie gesagt, habe ich in dem anderen Video alles schön gezeigt. Und
dann ernährt er sich weiter so und wird dann richtig, richtig abhängig von der Nahrung. Und aus dem Grund wird es auch häufig genannt, auch in der Literatur übrigens, einer der Gründe für Essstörungen und Esssüchte. Also wenn man da eine richtige Esssucht hat. Und dann dick wird natürlich, klar. Die Leute können da nichts dafür, sie wissen es ja nicht. Deswegen mache ich ja auch unter anderem die Videos hier. Und das ist einer der Gründe für Fettleibigkeit. Es wird auch in der Literatur beschrieben für den kindlichen Autismus, auch für die Schizophrenie im Erwachsenenalter. Dieser Leaky Gut-Darm, will ich mal sagen, dieser löchrige Darm mit dem gestörten Mikrobiom plus noch Nahrungsmittelunverträglichkeiten plus noch die Opioide, die hier wirken, im Gluten und im Casein. Ich sage es nochmals, Gluteomorphin und Beta-Casomorphin kann man auch im Internet nachlesen oder in der Fachliteratur, führen dann in die richtige Abhängigkeit. Und dann eben in diesen Teufelskreis, dass der Darm noch weiter kaputt geht, weil Entzündungsreaktionen entstehen und zur Fettleibigkeit und zum Energiemangel. Ich hoffe, du hast diesen Teufelskreis hier nun verstanden und den gilt es zu durchbrechen. Hier habe ich es nochmal in einem Schaubild ganz einfach nochmals aufgezeichnet. Also eine gute Nahrung, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, was ist nun das Richtige, gibt Energie, das ist wichtig, gibt einen guten Schlaf, da zeige ich nachher auch noch Laborwerte, was man da machen kann. Ist wunderbar für eine gesunde Haut, also auch die Hautalterung spielt hier eine Rolle und natürlich, wie gesagt, für die Figur. Und für die Stimmung. Weil wenn wir abhängig sind von einer Substanz und auch wenn es nur solche in Anführungszeichen harmlose Dinge sind wie Gluten oder Casein, Milchprodukte, Käse, ich kann auf meinen Käse nicht verzichten, ich habe das schon so oft gehört. Im Prinzip kann ich schon gar nicht mehr hören. Dann erzähle ich den Patienten immer das Gleiche und erkläre ihnen das. Ne? Die Psyche spielt hier also eine ganz große Rolle. Wenn wir uns gesund ernähren, dann bleiben wir auch psychisch stabil oder stabiler. Und das ist doch klasse. Was wünschen wir uns mehr, als glücklich zu sein? Also, wie auch immer. Ne? Wenn du hier meinst, du hast Probleme, dann bitte such dir einen guten Therapeuten mit auch möglichst einem guten Labor, der sich damit auskennt und such da Hilfe. Gut, das war der erste Teil. Und ich habe vorhin die Agenda hier gezeigt. Als nächstes kommt hier geht's um die TCM im nächsten Video. Also schalt gern wieder ein fürs nächste Video und das ist auch ein ganz, ganz interessantes Thema, ganz spannend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.